Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, ich bin noch ziemlich müde. Und es gibt nur einen einzigen Grund, beziehungsweise zwei Gründe, warum ich früh aufstehe. Und zwar entweder ist das, ich fahre irgendwo in Urlaub oder ich fahre in den Bikepark. Und heute geht es in den Green Hill Bikepark. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Und hoffe, dass alles glatt geht und dass der Marc auch es dorthin findet. Und ich werde euch alles so ein bisschen erzählen, wie es sich anfühlt, dahin zu fahren, wo man parkt, wie die Strecken sind und natürlich, ob das jetzt wirklich der beste Bikepark in Deutschland ist, wo ja die letzten Wochen echt viel drüber geredet worden ist. Aber das ist ja auch immer so eine subjektive Meinung, ne? Aber ich freue mich mega und würde sagen, fahren wir mal los. So Leute, angekommen. Herr Marc ist auch schon da. Steht neben mir, die sind jetzt gerade pinkeln. Dennis ist auch da. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Und der fährt auch richtig gut Fahrrad. Und ich hatte Glück, weil der hat mir einen Brustpanzer geliehen, weil ich habe wie immer irgendwas vergessen. Und diesmal war es mein Brustpanzer. Der Parkplatz ist ziemlich groß, kostenfrei, mega gut. Man fährt direkt hier drauf, ist direkt da unten. Da unten ist das kleine Häuschen. Da holt man dann die Tickets, hier ist der Lift, dann daneben ist eine Gastro. Alles ziemlich zentral, finde ich mega cool. Barcode scannen, kleiner Tipp für alle, die keinen Empfang haben. Es gibt ein Gäste-WLAN und das ist frei, ohne Passwort, gehst einfach rein und dann kannst du auch dein Ticket easy holen, weil hier ist echt irgendwie Funkloch, nichts los. Und ich bin jetzt richtig gespannt auf die erste Auffahrt mit dem Lift, Easy Loop System. Und ich bin richtig gespannt auf die Strecken. Also Leute, machen wir uns ready und dann geht's los. Nach vorne legen hier. Ja, deswegen muss man, glaube ich, den Sattel runter machen. Boah, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, das war das steilste Stück. Ja, selbst mit Downhiller kein Problem. Echt easy. Hat ein bisschen Angst, aber ich glaube, wenn man dem einmal vertraut, dem Ding hier, das ist eine entspannte Sache. Ich bin gespannt, wie das hier oben aussieht. Okay, was fährt man jetzt hier zum Bahnfahren? Du hast ja hier die Karte. Ich hätte jetzt gesagt, auf jeden Fall irgendwie links was, dass du da die Safe Simmons ist echt cool. Ja. Das hat Spaß gemacht und dann kann man sich halt unten aussuchen, ob man dann die Wave Simmons weiterfährt, links oder rechts ins Grüne und da hinten noch was Blaues. Also alles so, was nach links, grün, blau ist, ist eigentlich ganz cool zum Einfahren. Ich würde sagen, ich fahre dir einfach mal hinterher. Dann fahren wir mal die Wave Simmons, müssen wir einmal da hoch noch. Den ihr hier vor mir seht, ist übrigens der besagte Dennis. Ich packe mal seinen Link in die Videobeschreibung, so dass ihr auch mal bei seinem Kanal einfach vorbeischauen könnt. Nachdem ich dann die erste Auffahrt mit dem Lift gemeistert hatte, ging es also zum Warmfahren. Der Lift ist übrigens super easy. Es ist mit Doppelbrücke nicht so einfach, weil man einfach nicht lenken kann. Allerdings ist auch das wirklich machbar. Einfach auf den steilen Stücken lehnt man sich ein bisschen nach vorne und auch oben wird einem gesagt, was zu tun ist. Unten wird der Lift eingehangen und wer sich ganz genau informieren will, da gibt es auch noch eine How-to-Use-Liftkarte unten am Lifthaus. Ready.
Der Park ist eigentlich wirklich super ausgeschildert, sodass ihr easy auf keine Strecke gelangt, die ihr eigentlich nicht fahren wollt. Am Anfang stehen immer Schilder, wo ihr genau wisst, was darauf zu finden ist und was ihr halt eventuell vermeiden wollt, zum Beispiel Gaps oder so. Wir sind auf jeden Fall erstmal auf die blaue Line hier und ich kann euch sagen, an das Tempo vom Dennis musste ich mich erstmal so ein bisschen gewöhnen. Allerdings hat das Tempo mir später zu Sprüngen verholfen, die ich bisher auf jeden Fall noch nicht gesprungen bin. Und da bin ich auf jeden Fall ziemlich über mich hinausgewachsen und ich hatte am Ende so sehr Puls, dass ich auf jeden Fall erstmal Pause machen musste. Von mir aus können wir weiter. Ja? Kommen wir mal hier rein. Maus Cruise. Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, was für Strecken ich hier alle gefahren bin. Denn der Park ist wirklich ziemlich umfangreich. Es ist zwar alles super ausgeschildert, doch durch die ganzen Verbindungsmöglichkeiten ist es am Anfang so, dass es dich so ein bisschen erschlägt. Was allerdings super ist, die Abfahrten sind für so einen kleinen Berg extrem lang. Und tatsächlich auch die blauen Lines zum Warmfahren haben mich so ein bisschen an die Steinbeck-Line bei Fox in Leogang erinnert. Denn da ist es auch super, super lang und man ist in einer Abfahrt echt warm. Keine Angst, Leute, es wird nicht nur bei so langen, langweiligen Abfahrten bleiben, sondern wir sind natürlich auch mal auf ein paar Jumplines gefahren. Also so klein sind die auch nicht. Ja, aber wenn du jetzt einfach rollen lässt. Ja, wenn du jetzt mit richtigen Speed. Ja, trägt er dich regelrecht rüber, das ist schon cool. Ja. Nachdem wir uns dann ein bisschen warm gefahren und eingehüpft haben, haben wir uns auf die Jumpline gewagt. Und ich sage euch eine Sache, Leute. Diese Jumps haben mir sowas von Herzklopfen bereitet. Sogar noch in der Pause am Auto habe ich Gänsehautschauer über meinen ganzen Körper bekommen. Cool.
eine Sache steht auf jeden Fall fest. Der richtige Speed ist hier entscheidend. Denn diese Jumpline hier, da bin ich wirklich nur drüber gekommen, wenn ich von der Timeshift runtergefahren bin und halt einfach mehr hab laufen lassen können durch den ein oder anderen Stepdown. Aber einfach nur mit Treten bin ich hier echt verzweifelt an diesen Tables. Und außerdem ging mir jetzt schon langsam echt die Pumpe, weil ich wusste, es geht jetzt auf die großen Sprünge und das Ziel war, dass ich mich einfach an Dennis dranhänge. Einfach laufen lassen bei den anderen auch. Nach diesem heftigen Adrenalinkick war es Zeit, eine kleine Pause einzulegen. Denn man kommt ja irgendwann in so einen Rausch, dass man immer weiterfahren will und weiterfahren will. Und man merkt gar nicht so richtig, dass man auch ein bisschen müde wird währenddessen. Deswegen haben wir eine Vernunftsentscheidung getroffen und wollten erstmal ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen und danach wieder auf die Trails. Aber Leute, habt ihr gesehen, wie breit der Marc geworden ist? Er fährt auch nur noch im Tanktop. Ja, erste Runde. Greenhill Bike Park. Kurze Pause, weil der Dennis hat mich über Sprünge geschickt, die echt, schon krass waren für mich. Und jetzt muss ich erstmal den Puls runterkriegen. Aber kurz Feedback schon mal. Mega der Bikepark. Also der ganze Hype ist nicht umsonst gewesen. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Marc, was sagst du zum Bikepark? Der Junge ist geisteskrank. Oh, Leute. Oh. Ja, ich bin immer noch nicht ganz bei mir. Nach dem Fuß ist doch kein Wunder. Der Dennis lacht. Ich hab den Dennis vorfahren lassen und sag, hey, ich bleib einfach dran, dann passt das mit der Geschwindigkeit schon. Und dann war ein Sprung, den kann ich euch ja nochmal kurz einblenden. Oh. Der war dann ein bisschen zu schnell. Ja. Und dann kommt man echt hier in so einen krassen Geschwindigkeitsrausch. Man merkt irgendwann gar nicht mehr, wie schnell man eigentlich unterwegs ist. Echt heftig. Ja, ich glaube, jetzt fahren wir nur noch grün, ne? Forget it. Jetzt wird's rot. Ich kann auch sogar den motivieren. Tuxedo. Canadian Tuxedo. Hier links ist das, ne? Ja, vom Women's. Im zweiten Abschnitt geht die links rein. Genau. Aber hier soll eine neue Strecke auch rein. Hier soll noch eine Muro-Line reinkommen. Keine Ahnung.
fahren die beiden mal vor. Welche beiden? Ihr beiden. Oh, echt? Warum? Wir fahren irgendwie gut zusammen. Ich habe mich langsam an seinen Flow beim Fahren gewöhnt. Das ist gut. Ich konnte jetzt auch viel besser dranbleiben. Aber cool. Ah, das ist cool. Voll gut. Das macht doch Bock. Geht aber, der geht, aber das da hinten. Das da hinten kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, ich finde das da schlimmer. Das ist krank, ja, weil das so nach oben weggeht. Wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir uns diese ganzen Holzdinger mal angeguckt, die da von der schwarzen Leine runterkommen. Die sind irgendwie schon machbar, aber weil die so massiv aussehen, habe ich mir gedacht so, ey, das machst du heute noch nicht. Ich habe nur 3 Stunden Zeit im Park und fahren wir erstmal den ganzen anderen Kram. Und das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, wenn ich Glück habe, finde ich wen, der mich da vielleicht mit drüber ziehen kann und dann passt das vielleicht. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf das nächste Mal hier in Greenhill Bike Park, denn ich habe tatsächlich noch lange nicht alles gesehen und von einem Tag hier fahren kommt man auf jeden Fall noch nicht über alle Strecken richtig vernünftig drüber, denn es ist wirklich, wirklich viel, was man hier entdecken kann und so viele Lines, die man fahren kann. Und das ist wirklich mega geworden hier.
Zu guter Letzt wollten wir uns noch die Timeshift anschauen, weil das ist auch eine rote Line, allerdings mit dem einen oder anderen Gap. Und weil heute nicht viel los war im Park, haben wir die Möglichkeit genutzt, um die Räder einfach mal abzustellen und uns das Ganze neben der Strecke entspannt ein bisschen anzugucken. Denn das ist hier vielleicht gar nicht so einfach, da der Park bis auf die Pop-Up-Events aktuell nur unter den Wochenenden auf hat. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn gerade so ein Park neu auf hat, ist hier extrem viel los. Und deswegen haben wir die Chance genutzt, um uns zumindest dieses Element mal anzuschauen und zu schauen, ob ich da über diese Gaps drüber springen kann. Ah, Pedale! War das geplant? Ja. Ist das der Canadian Tuxedo? Ne, das ist der andere. Wir fahren jetzt mal noch bis zu der Brücke runter. Vor der Brücke halten wir an und dann gehen wir mal da hinten rüber gucken. Okay. Oh Gott! Scheiße! Ich habe diesen Sprung da genommen, den kleinen. Ja. Und dann bin ich viel zu weit unten an der Kurve gelandet. Ja, da war der Baum noch dazwischen. Da kommt bestimmt noch einer. Das hilft mir immer sehr, wenn ich einen sehe, der da drüber fährt. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich guck mir das schon gerne an. Das ist schon nicht ganz ohne. Boah. Also, aber ja, muss halt mit Speed fahren, ne? Ja. An sich finde ich den nicht schlimm. Ich finde diesen kleinen, dieses kleine French Baguette finde ich schlimmer. Nach ein bisschen Überlegen hat dann mein Herz und mein Kopf gesagt, ja, du kannst das machen und das Risiko ist gering. Also sind wir direkt wieder hoch auf die Bikes und haben das Ganze einmal probiert. Alles gut. Ich hatte nur ein bisschen viel Puls. Leider war meine Zeit für den Tag schon abgelaufen und ich musste dann zurück zum Auto. Ich hätte echt noch bis spät in den Abend hier fahren können, weil es echt mega Bock macht und wirklich abwechslungsreich ist. Aber leider stand noch ein Anfängerkurs an und
den musste ich natürlich noch wahrnehmen, denn das war auch ein super netter Abend mit echt coolen Teilnehmern und das ist immer eine gute Zeit. Hier im Park kann auch Anfänger und Fortgeschrittene definitiv zusammen Spaß haben, denn für jeden ist etwas dabei. Allerdings finde ich persönlich, dass der Sprung zwischen den Anfängern und den fortgeschrittenen Lines schon ordentlich groß ist. Deswegen sollte man vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mitbringen als Fortgeschrittener, zumindest was irgendwie Springen oder technisches Fahren anbelangt. So Leute, Green Hill Bike Park, den Vormittag hier geschafft. Für mich geht es jetzt nach Hause, weil gleich steht ein Fahrtechnikkurs an und da darf ich nicht zu spät kommen. Übrigens, ich habe ein paar mehr Fahrtechnikkurse online gestellt mittlerweile. Wenn ihr auch Anfänger seid und Bock habt auf den Kurs, schaut gerne mal, Link ist in der Videobeschreibung, www.danieldaya.de. Und ja, also Feedback Leute. Green Hill Bike Park ist schon mega. Ich glaube, wenn halt richtig viel los ist, kommt der Schlepplift wahrscheinlich irgendwann an seine Grenzen, dann steht man da relativ lange an. Allerdings muss man ja eh zwischendurch Pausen machen. Ne? Aber die Strecken, allererste Sahne, richtig geil. Für jeden was dabei, technische Sachen, Jumplines, also wirklich, wirklich mega gut. Ich bin extrem positiv überrascht. Und weißt du, was ich gerade sehe? Der Marc hat einfach einen Pottlegenden-Sticker auf mein Auto geklebt. Aber der Marc, ey. Ja, wenn ich mal Sticker habe, dann klebe ich auf seinem Bus auf. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, Leute. Kann man nichts sagen. Hier war jetzt kostenloses Parken, war mega easy. Ticket 30 Euro für einen Tag, 2,50 Euro Pfand, das kriegt man wieder. Das darf ich nicht verlieren, ich verliere immer mein Kleingeld. Und ich weiß jetzt noch nichts zur Gastro. Wir kommen eventuell morgen wieder. Komme ich mit der Michi zusammen wieder. Und dann können wir hier vielleicht noch was chillen, was essen. Aber es sah halt alles mega schön aus hier. Super angenehme Atmosphäre auch. Es tummelt sich nicht auf den Strecken, man hat keinen Stress. Heute konnte man sich auch so ein bisschen was in Ruhe angucken, was man auf jeden Fall machen muss bei manchen Gap-Geschichten hier. Und ja, also ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ich glaube, man braucht kein Downhill-Bike hier, aber ich fühle mich hier wohl mit dem Norco. Canadian Bike im Canadian Bikepark im Sauerland. Ja, Leute, ich glaube, ich habe genug erzählt. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und schreibt mal euer Feedback zum Green Hill Bike Park vielleicht in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr schon da wart, wie es euch gefallen hat und ob ihr sagt, der Hype ist gerecht. Macht's gut. Ciao, ciao.